Hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute mal nicht ganz so lang oder so lang wie gestern ungefähr. Zu einem neuen Video von Nikos Pflanzenreich und wie es täglich weitergeht in der Pflanzenserie. Wir sind hier bei der Zwergtamarillo und die erste Blüte ist offen, offiziell. Sie sieht einwandfrei aus. Das wären schöne Früchte, die wären ungefähr doppelt so groß wie die Blüte. Ja. Also die kommen jetzt alle nach und nach stoßweise, wie Sie hier sehen können. Ja, also die sehen aus wie Kartoffelblüten, könnte man denken, aber alle Tamarillos, also Baumtomaten, haben solche Blüten, nur unterschiedlich. Ja, und man sieht, die entwickeln sich ständig weiter, täglich und täglich. Einwandfrei, der Kandidat. Sieht sehr, sehr schön aus. Gut. Engelstrompete steht immer noch aufrecht. Heute soll es noch ein Gewitter geben, vielleicht, wenn wir Glück haben. Also Pflege ist sehr, sehr einfach, braucht nur eine Menge Wasser. Weil dieser Kandidat wegen seinen Riesenblättern eine Menge Wasser verdampft. Das kann ich schon mal bestätigen. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Ordentliches Wachstum. Ich habe die, wollte ich noch sagen, das Maumblatt jetzt mit kräftigem Wurmhumus wieder mal gedüngt, weil die Würmer produzieren ja ohne Ende für mich im Moment. Das ist einwandfrei. Ja, und seitdem wächst das auch alles so rasant hier, weil ja, ich habe denen die besten Mineralien zu bieten, also die ich nur geben kann. Das sieht man ja beim karibischen Korallenstrauch, der wächst und wächst und wächst und hört noch nicht auf. Also ich bin sicher, die wachsen über einen Meter raus oder noch mehr. Also so kommt es mir langsam vor, weil das ist nicht wenig. Also es ist ein ganzes Stück rausgewachsen. Hier sehen Sie das. Das ist nicht wenig. Ja. Und die Blüten sind noch nicht offen, weil ist aber auch nicht ganz so schlimm. Der will eben einfach noch weiter wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Aber dann ab August dürfte der dann stoßweise dann blühen, wenn wir Glück haben. Ja. Wenn wir Glück haben sollten. Also er sieht sehr, sehr gesund aus. Ja, also ich halte trotzdem mal alles fest, sicherheitshalber. Also hier geht er in die Blüte, aber die Blüte doch nicht so weit, dass sie aufgehen. Die werden wahrscheinlich doch ein Stückchen größer. Später werden wir dann die Samenschoten dann sammeln, sozusagen, wenn der dann fertig geblüht hat. Weil dann kann ich diese karibische Schönheit vermehren über Samen. Und das werde ich auch machen. Ich werde diesen Strauch immer weiter kultivieren, damit immer mehr Gärtner diesen wunderbaren Strauch haben. Weil ich finde, das ist eine Besonderheit, sagen wir mal so, im Garten. Hat nicht jeder. Sehen Sie hier. Also das ist sehr besonders. Also Blätter sehen besonders aus, die Stacheln sind auch was Besonderes. Genau. Also hier Bärensträucher tut sich erstmal wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr. Also die werden jetzt nicht mehr wachsen wahrscheinlich. Die haben aber auch reichlich gewachsen, sind die Anfang des Jahres. Das darf ich nicht vergessen. Ja, Stauden sehen sehr, sehr gut aus. Die ersten werden jetzt reif, dass sie die Samen jetzt bilden. Ich weiß auch gar nicht. Weiß auch gar nicht, wie die Samen. Sind das hier die Samenkerne? Das sind. Mal gucken. Das können nicht die Samen sein von der Staude zumindest. Oder sind die wie bei den Sonnenblumen so gefestigt dran? Also ganz komisch, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese Staude sich wahnsinnig vermehren wird, ja. Also wenn ich nicht eingreife, ist nächstes Jahr alles voll mit dieser Schönheit. So. Ja, Holunder hört immer noch nicht auf zu wachsen, ja. Er ist mächtig, mächtig, wie ich gesagt habe, ja, jeden Tag mächtig am Wachsen, ja. Hört noch nicht auf. Hier, Ficus, ist ein ganzes Stück schon rausgewachsen. Könnte aber noch mehr sein. Ich glaube, der braucht mehr Sonne. Ich werde den dann auch mehr in die Sonne stellen. Hier. Ja, weil der hat ein schönes Grün. Könnte aber noch schneller wachsen, weil Ficus wächst eigentlich relativ rasant. Zumindest so sollte das sein. Ja, mal schauen.
Kraut Unsterblichkeit zickt mal wieder rum. Das andere, was ich euch gezeigt habe, habe ich verschenkt, weil ich von diesen Kraut Unsterblichkeit mehr als genug habe. Ja, aber woran es genau leidet, kann ich bis jetzt noch nicht beantworten, weil feucht ist der Boden, ja, hat gut Wasser gespeichert. Und ja, also gewachsen ist es ja eigentlich auch, aber so richtig sehen die Blätter aber auch nicht gesund aus. Ja. So, kommen wir jetzt mal zum Ingwer. Kommt, die sehen's. Überall brechen die Rhizome hervor. Ist auch die optimale Temperatur dafür. Da passiert dann alles. Ja, und ein schöner Boden wird da auch produziert. Also Regenwürmer sind auch reichlich in dieser Erde drin. So, jetzt müssen wir kurz mal, na, Blauglockenbaum zeige ich mal einmal ab und zu. Updates, ja, Regen, Prasse. Ja, riesige Blätter trotzdem weiterhin. Aber schneller wachsen könnte er eigentlich schon. Vielleicht fehlt ihm noch der Kick von mehr als 40 Grad in der Sonne. Oder er braucht einfach mehr Wasser, das kann natürlich auch sein. Ich werde mal gucken, ob ich nicht hier so einen Brunnen anlegen kann, dass der mehr Wasser bekommt. Aber an sich gerade aufrecht steht der Kandidat. Also Fabrik ist eigentlich auch gut am... Ja. Also er müsste eigentlich richtig schnell wachsen, eigentlich, ja. Wer weiß. So, jetzt zeige ich ihm mal das Marmorblatt. Das sieht mittlerweile so aus, hat sich ja mittlerweile versechsfacht. Ich habe den jetzt ordentlich... mit schöner Wurmerde. Das ist der Unterschied zwischen Kompost und schöner, intensiver Wurmerde. Dass diese Erde deutlich gesünder ist und mehr Mineralstoffe hat. Ja, und da dürfte sich das Marmorblatt jetzt ordentlich entwickeln bei so vielen Mineralien. Mal gucken. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Blätter werden ja auch immer größer. Zur Blüte werden wir ihn vielleicht erst Ende August, werden wir das erst Ende August bekommen, das Marmorblatt. Mal gucken. Ich werde mal sehen, ob ich irgendwann einen ganz großen, also was ganz Großes einrichten kann, dass der Kandidat sich dann optimal entwickeln kann. Ja, und jetzt fängt der Wein schon wieder an auszutreiben. Hier habe ich auch schon gerade abgenommen. Ich werde jetzt verhindern, dass der noch mehr neue Blätter bildet, weil der hat genug neue Blätter. Ah, gucken Sie sich diese Farbenpracht an. Das ist doch einfach nur hervorragend. Die Banane, wie Sie sehen, rollt sich jetzt aus. Also da geht es jetzt weiter. So, jetzt habe ich die restlichen auch jetzt entfernt. Und jetzt, hier sieht man schon, die werden auch deutlich größer, die neuen Blätter vom Ahorn. Der macht das immer so schubweise, dass der nur große Blätterbilder am Anfang, da wo er die meiste Energie zapft. Ja, ganz komisch. So, kommen wir mal zu ihm, also zu ihr. Schön ausgereifte grüne Blätter, einwandfrei, so wie es sein sollte. Nur, also ich sehe irgendwie, da tut sich was. Diese Knospe wird ein bisschen größer. Aber wann die austreibt, wann, das würde mich immer brennend interessieren. Also wenn Sie sich da auskennen, sagen Sie mir bitte umgehend Bescheid, weil... Ich möchte unbedingt erleben, wann die Macadamia bereit ist, sich auf das Spiel einzulassen in Deutschland und endlich weiter zu wachsen. Ja, ich möchte diese Königin der Nüsse unbedingt groß kriegen. Ja. Also, ja, der Stamm ist eigentlich schon dicker geworden, aber könnte noch dicker werden hier in den Topf. So, gucken wir mal kurz hier beim Wein. Der treibt hier nämlich auch schon wieder kräftig raus. Hier sehen Sie das. Überall neu und nochmal neu. Mal gucken. Ja, das geht so schnell, also die Knospen werden so schnell dick hier. Hier sehen Sie das nach dem Rückschnitt. In einer Woche fängt er wieder an mit einem Austrieb. Das ist Wahnsinn. Rose wird jetzt auch deutlich grüner. Am Anfang waren sie ja relativ gelblich gewesen. Ja, die holt sie jetzt die ganzen Nährstoffe, würde ich sagen, aus dem Boden, die ich für die ganzen Pflanzen zur Verfügung gestellt habe. Zaubernüsse haben wir schon eine Weile nicht gesehen. Sind leider wahrscheinlich nicht essbar, die Bamelis. Wann die genau ausreifen, das würde mich mir auch interessieren.
Aber ich sehe, wesentlich ein paar Früchte hat sie. Und das ist schon mal gut. Ja, die wächst wirklich relativ langsam. Also 10 bis 15 cm im Jahr, würde ich sagen. Oh, hier auch der Wein. Hier geht schon wieder los. Die nächsten Knospen werden dick. Eieiei. Naja, er fühlt sich einfach zu wohl in diesem wunderbaren guten Boden. Ja, das ist fantastisch. Eigentlich ist er sehr fantastisch. So. Moringa. Ja, was soll ich sagen? Also, mir fehlt noch irgendwas. Wollen wir mal sehen. Aber auch kaputt geht sie aber auch nicht. Und das ist schon mal nicht schlecht, dass wir das schon mal so weit hinbekommen haben. Rizinus. Gucken Sie sich mal an, wie schnell diese neuen Blätter herausreifen oder ranreifen. Das geht wirklich wunderbar schnell bei dem Wunderbaum. Der wird so schnell dick und groß. Ich weiß nicht, wann er ungefähr sich verzweigt. Das würde mich mal interessieren. Der andere Rizinus ebenfalls wunderbar am Wachsen. Ja, die Wunderbäume holen sich jetzt das alles, was in dem Boden eben drin ist. Ja, einwandfrei, das kann ich nur sagen. Und hier ist ja auch beste Wurmerde drin, also mal gucken, was sich hier noch entwickelt. Ja. Also ich kann hier sehen, dieser, boah, hat der viele Schoten gebildet mittlerweile, dieser Sauerklee. Das sind nicht wenig Schoten. Ich würde auch sagen, dass die ersten Samen sogar auch reif geworden sind. Gucken wir mal. Schwierig. Wenn der mal blühen würde hier. Das würde mich wirklich freuen, wenn der aufgehen würde. Ja, aber er hat eine wunderschöne Färbung ausgebildet. Ja. Also wenn ich solch eine Lampe hätte, die solche Eigenschaften hat im Licht, ich glaube, da wäre ich sehr glücklich in dem Punkt. Weil, ja, es ist einfach nur genial. Wenn es funktioniert, wie man sich das vorstellt, kann ich mal sagen. Ja. So, die hier, ja, kommt nachmählich, sie wird jetzt nach und nach immer grüner. Catalpa, ebenfalls, wir gucken das uns jeden Tag an, damit wir jeden Tag auch einen Unterschied sehen, ja, das ist wichtig. Ah, hier ist das Franzosenkraut, das hat sich auch jetzt hier bei mir breit gemacht. Da, wo ich im Krankenhaus bin, da wächst das überall, das Franzosenkraut, ja. Keine Ahnung, wieso es ein Franzosenkraut ist. Aber hat auch ordentliche Wurzeln gebildet. Ja, ja, aber das will ich nicht, deswegen aus diesem Grund habe ich es rausgenommen. So. Also Phlox. Ja. Rollt die nächsten aus. Also hier sind noch einige, die sich ausrollen. Vom Phlox. Die sahen jetzt mal so zerfetzt aus. Da sind noch die alten. Und da. Ja, einwandfrei. Der rote Phlox. Er blüht wesentlich auch. Ja, die hier, die sind gewaltig aus so einem kleinen Samenkern. Diese Karden, ja, das ist Wahnsinn. Und er hat tatsächlich seine Blätter zu, der macht die tatsächlich zu. Also der Name Schlafbaum ist total gerecht. Ja. Wahnsinn. Ja, Sonnenbraut. Ja. Sieht gut aus, die kommt immer weiter. Ja, die tankt jetzt eine Menge ein, die Staude, ja. Mal sehen. Papaya wird immer größer. Die zeigt es mir an mit ganz großen Blättern, dass sie sich wohlfühlt. Das ist die Hauptsache. Genau. Der Stamm dürfte dann eigentlich auch schon mal dicker geworden sein eigentlich. Wenn die Blätter immer größer werden, müsste der Stamm auch ordentlich mehr zunehmen. Mal gucken. Also hoffen wir mal, dass der Melonenbaum sich irgendwann mal dann für die Blüte entscheidet. Ich glaube nicht dieses Jahr, vielleicht im nächsten Jahr werden wir es schaffen. Wenn wir es irgendwie schaffen, die zu überwintern, mal gucken. Papaya ist ja auch eine recht anspruchsvolle Pflanze. Braucht ja auch Sommertemperaturen. Und hier kommt das nächste ausgeprägte Blatt. Ja,
Kommt schon raus. Morgen ist es spätestens offen. Ja, Sie sehen, es tut sich, es verändert sich täglich was. Ja. Hier eine Hummel freut sich. Ja. Einwandfrei. Ja, Maulbeere muss ich nicht ganz so viel berichten. Ich sag nur, dass die weiterhin kräftig am Wachs ist. Das ist absolut genial anzusehen. Ja. Ja. Gut, es ist mir eins gelungen, einen riesen Baum heranzuziehen. Ja. Der wird zwar nicht so riesengroß wie die Pappel daneben, aber Pappeln sind auch nicht so besonders attraktiv. Dafür sind Maulbeeren schon deutlich mehr nutzfähig. Ja, also überall kräftig am Austreiben. Ja. Gut, wenn Ihnen mein kleiner Gartenbeitrag gefallen hat, lassen Sie ein Abo da und wir sehen uns dann morgen. Spätestens zum nächsten Video wieder und bleiben Sie bitte weiter gesund und passen Sie auf sich auf. Ihr Nikos Pflanzenreich. Ciao.